alles einsammeln. Okay. Das ist Signal genug. Ich muss hier weg. Direkt zwei spucken auf mich. Alter Seelensand. Da haben wir eine Lohnroute mitten im Heimweg hängen. Sie lässt nur Glowstone fallen. Da brennt schon alles. Auf dem Rückweg brennt auch schon bald alles. Zack, zack, zack. Ist der Gast verschwunden? Scheint so. Komm, krall ich mir die hier noch. Oh Gott. Ich krall mir hier gar nichts mehr. Alter, wäre ich da runtergefallen? Wäre ich down gewesen? Nein. Aber krass. Ich habe mich gerade echt mega erschrocken. Heftiger Fall, Digga. Scheiße. Boah. Schreck lass nach, echt. Schreck lass nach. Was für ein Schockmoment gerade. Alter Schwede. Das war gerade echt mal so ein richtiger Schockmoment. Hey, sieh mal, wie viel Kühe da oben rumlaufen. Das könnte sich doch schon lohnen, mit dem Schwert drauf loszugehen. Für ein bisschen Leder. Und Steaks. Und EP natürlich. Und Hammelfleisch und Wolle. Und ich nehme alles mit, was hier rumläuft. Ja, auch das Schweinekotelett schnapp ich mir noch. Yippie. So, ach, ich wollte schon wieder die Sachen alle da reinpacken, aber irgendwie ist da ja nichts mehr. Zum Reinpacken. Aber hier rüber könnte ich es packen. Aber ich könnte vorher noch einen weiteren Zaubertisch wenigstens erstellen. Dafür brauche ich Koppel. Koppel haben wir noch ein bisschen was. So, zack. Kann der Koppel auch wieder verschwinden. Seelensand, Braustand. Der Braustand. Lassen wir mal schnell drin verschwinden. Ich könnte den Glowstone auch da reinpacken. Ich glaube, hier ist nicht mehr so mega viel Glowstone. Ne, das kann ruhig da rein. Überhaupt kein Problem. Glas. Hier schon mal 32 Glas fertig. Der Rest hat irgendwie... Hä? Warte mal, wie geht das? Hat er jetzt echt zu lang gebraucht oder hat er einfach nicht weitergeladen im Allgemeinen? Naja, wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren. Das ist ja noch so interessant. Ja, jetzt ist auch nach und nach langsam fertig hier. 64, 64. Haben wir die Öfen wieder frei, auch wenn wir sie gerade noch nicht brauchen. Ne, da war der halbe drin. Hier haben wir noch einen ganzen Stack. Das können wir direkt einlagern. Glowstone haben wir nicht mehr. Netherstein.
Lol, okay. Da hat er gerade ein bisschen spät reacted, würde ich mal sagen. Unsere Panzerbrustplatte hält immer noch, hätte ich nicht gedacht. Das nachdem wir zwei Gaskugeln abgekriegt haben. Und einmal gebrannt haben, natürlich. Brennen gehört ja immer dazu, wenn du beim Nether bist. Also wenn du nicht gebrannt hast, dann warst du auch nicht im Nether. So, mal schnell eine Kartoffel essen. Schöne Kartoffelecke. Den Quarz kann man direkt hier runter klatschen. Dafür ist die Luke hier da. Leder haben wir zwei Stück bekommen. Auch direkt ein Safe hier. Wo ist eigentlich schon wieder meine Hakeln? Ich als alter Hobbygärtner hier vergesse immer wieder, wo ich die Hakeln schmeiß. Nein, sperr mich doch nicht aus. Ja, ist ganz hilfreich, das jetzt zu machen. Ich muss ja auch mal wieder Level 30 erreichen, so langsam. Nur mit Level 30 kann ich endlich wieder eine weitere Spitzhacke leveln. Die dann noch kombinieren, früher oder später. Schön kombinieren mit meiner jetzigen Diamantspitzhacke. Um dann eventuell mal eine zu kriegen, die ein bisschen mehr Haltbarkeit hat. Weil meine, die ist echt viel zu schnell angefrackt. Das geht so nicht weiter. Seit meine Hauptspitzhacke im Arsch ist, geht das so nicht mehr weiter. Es kotzt einfach nur noch an, es nervt. Und hat schon wieder mega spät reacted. Irgendwas stimmt hier gerade ganz und gar nicht. Hä? Zack, 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 zack. Da ist immer der Fleck da drüben, der mega schnell wieder Rasen ansetzt. Erster Stack Kartoffeln ist schon weg. Zack. Springen wir direkt hier hoch. Nein, jetzt isst er die auch noch. Dann ist lieber eine gekochte. Keine rohe. Eine rohe spuckt immer noch so ein paar EP-Kügelchen für mich aus. Fürs Land getan. Ja, komm, place dich. Place dich. Zack, zack. Wie kommt die Kuh da schon wieder rein? Ich raff das manchmal nicht. Auf jeden Fall hat sie ein paar Innereien für mich. Die ich doch liebevoll entgegennehme. Wir haben da so einen kleinen Ofen drin, da schmeißen wir die mal fix rein. Und dann wieder in den Untergrund. In den Untergrund. Schnell die Kartoffeln einschmelzen. Einschmelzen, genau. Ich schmelze Kartoffeln, damit ich es mir aus Brot schmieren kann. Und die drei giftigen. Weg damit. Weg mit den drei giftigen. Weg mit der Eisenhacke. Weg mit den Leder. Sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr, was jetzt weg müsste. Anbau, Brot, Eier, Weizen, Karotten, Zombie. Ich könnte natürlich auch mal zusehen, dass ich eventuell, naja, ich sag mal, mit dem U-Bahn-System hier anfange. Sag ich mal so, dass ich mit dem U-Bahn-System hier anfangen möchte.
was ich dann wahrscheinlich in diese Richtung hier bauen werde. Das kleine U-Bahn-System. Das müsste mich dann, ich sag mal, da irgendwo rüberführen. Dann da in Jerry's Hut gehen, in Mavis Hut hoch. Sodass von da alles schnell erreichbar ist. Und auch zu meiner Burg. Dass ich so gesehen eine kleine Art Geheimgang habe in meine Burg hinein. Wobei, wenn es schon geheim sein soll, dann würde ich sagen, soll es auch richtig geheim sein. Aber so richtig, richtig geheim. Das müssen wir anders machen. Das müssen wir alles ein bisschen mehr tarnen und verstecken. Das müssen wir alles ein bisschen mehr tarnen und verstecken. Genau, ich mache einfach von hier unten aus ein Tunnelsystem darüber. Oh, das wird aber hardcore. Ich muss unter den scheiß Wasser her. Unter den ganzen verfluchten Wasser. Kann ich mir jetzt schon mal von jeder Sorte einen Trank mitnehmen. Und es muss unterm Wasser sein, weil man sonst das Glas oder was auch immer sehen würde. Es wäre sonst zu auffällig. Okay, Schienen haben wir auch noch keine. Können wir uns direkt ja mal ein paar herstellen. Rohstoffe. Eisenbarren. Goldbarren. Technik. Hier haben wir noch zwei Redstone-Fackeln. Können wir direkt noch ein paar mehr herstellen. Aber wir haben kein Holz mehr. Sind wir viel zu arm für. Momentan. So. Direkt mal einen ganzen Schwung herstellen. Normale Fackeln bräuchten wir auch noch einen Schwung. Glowstone, Nether. Wo haben wir es? Kohle. Jetzt noch einen Schwung normale Fackeln oben drauf. Knochenblock, Holz. Holz brauchen wir auch mal wieder. Sticks brauchen wir auch mal wieder. Ich glaube gerade nicht unbedingt viele. Nicht unbedingt wenig. Ja, könnten schon so einige werden, die wir brauchen. So, knallen wir das Eisen mal fast ganz durch. Booster-Schienen. Ah, dafür brauchen wir auch wieder Glowstone. Ich will die doch nur kombinieren. So. Die auch. Redstone. Direkt mal ein paar Booster-Schienen hinterher knallen. Und schon ist die Rohstoffkiste beinahe leer. Das war's schon fast wieder. Jetzt haben wir mehr Diamanten als alles andere. Wir brauchen noch... Ah, ich habe das Eisen schon wieder weggepackt. Ich laufe schon wieder so hin und her und hin und her und hin und her. Eisen nochmal nehmen. Eine Eisentür erstellen. Ja. Nein. Ja. 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 Ja, genau. Richtig. Sauber. Eine Eisentür. Okay, hier haben wir halt direkt drei Eisentüren. Wie du willst. Ich glaube, jetzt brauchen wir kein Eisen mehr. Erstmal nicht. Aber ein Bild brauchen wir noch. Ein Bildchen. Weiße Wolle. Weiße Wolle ist, glaube ich, Mangelware bei uns. Siehst du? Kaum was da. Ein Bild. Zack. Schon haben wir ein Bildchen. Am Stissel. Nichts wie runter hier. Ich glaube, wir haben zu wenig Spitzhacken dabei für so eine Aktion.
muss ja irgendwie. Ich muss erstmal. Hier ist ja direkt der Ausgang. Hier ist dann in Richtung Burg. Boah, das könnte schon eine Weile dauern. Da haben wir Creeper und Eisen. Nach oben sehe ich noch nichts. Creeper ist erstmal gefallen. Der Vollidiot. Jetzt will ich mir mal das Eisen geiern. Weil ich ja immer weniger Eisen habe. Weil ich ja mittlerweile fast kein Eisen mehr habe. Bin ich schon gezwungen, jeden Stückchen Eisen hinterher zu geiern. Ja, direkt mal wieder 8 Eisenbarren eingeräumt. Den Gegenstandsrahmen. Gegenstandsrahmen. Kommt erstmal dahin. Ja, hier braucht man das Eisen jetzt eigentlich nicht reinschmeißen, aber stört es uns? Stört es uns? Sagen wir mal, es stört uns. So, weg damit. Oh, da sehe ich schon wieder noch mehr Eisen. Geile Sache. Erstmal ein bisschen Platz schaffen hier unten für das kleine U-Bahn-System. Für den Geheimweg, sage ich mal so. Kann man immer erst das Alte aufbrauchen. Wird ja immer mehr. Oh, ich merke schon, das gibt wieder jede Menge Koppel. Die kleine Aktion hier. Jede Menge Koppelstone. Immer so ein bisschen Schiss, wenn es so weit runter geht. Das könnte unseren direkten Tod bedeuten. So, hier haben wir noch einen Stack. Ich frage mich gerade, wieso ich nur 6 Eisenerz habe. Was habe ich denn dann hier abgebaut? Oder habe ich hier 6 doch? Ach, ich habe es hier reingeschmissen. Guck mal, ich schaffe es, mich selbst zu verwirren. Ist das nicht toll? Kann nicht jeder. Kann nicht jeder. Zack, zack, zack. Da oben scheint auch nichts Besonderes mehr zu sein. Wo haben wir Gemälde? Brauchen wir erstmal nicht. Fackeln. Dieser Weg erleichtert uns so ein bisschen auch das Hin- und Her-Switchen zwischen Burg und hier. Und ich schätze mal, allein schon so, wie ich vorhabe, die Burg noch in Zukunft auszubauen, wird genau diese Zeit Gold wert sein. Gold wert. Gab es ein Bild, was so groß war?